Freunde von Nice, hier ist die Wally. Ich grüße euch und heute machen wir etwas für unsere kleinen oder mittleren Kiddies. Ja, heute geht es schnelle Küche und das heißt, wir haben hier Brot. Ihr könnt Graubrot nehmen, ihr könnt Toastbrot nehmen oder auch so glutenfreies Brot nehmen. Dann braucht ihr Ananas, Tomaten, Streukäse oder Scheibenkäse, das könnt ihr, wie ihr es ganz gerne mögt. Wir haben uns jetzt für Streukäse entschieden, weil das ist Käse, Bio-Käse und Vegan-Käse. Genau. Der ist aus Heumilch gemacht. Jo, also, dann fangen wir mal an. Und im Brett braucht ihr ein Messer, eine Gabel und ein Messer noch zum Schmieren. Also das braucht auf jeden Fall. Am besten guckt ihr, dass ihr ein Messer habt mit so ein bisschen Rillen dran, weil dann lassen sich die Tomaten auch besser mit schneiden. Dann zerquetschen die so durch und platzen dann auf. Und dann müsst ihr den ganzen Belag von den Tomaten alles ja auch euer Brett nehmen. Ja, gut. Also, wir fangen jetzt an. Wir machen jetzt erstmal ein Brot. Das tun wir ganz leicht beschmieren, ganz dünn. Seht ihr, Kinders? Schmieren. So. Ja, und dann brauchen wir auch noch Schinken, wer gerne Schinken mag, oder auch anderweitigen Aufschnitt. Ihr könnt auch vegetarischen oder veganen Aufschnitt nehmen. Das steht euch dann alles frei. So, dann nehmen wir jetzt erstmal ein bisschen Käse. Also wir haben jetzt gerade gestrichen. Dann nehmen wir etwas Käse. Ihr könnt da Butter oder auch Margarine nehmen, was ihr gerne mögt zum Streichen. So mit zum Berunden. Ich nehme jetzt diesen Streukäse, weil er ist nicht aus Milch. Aber ihr könnt auch ganz normalen Käse nehmen. Wir haben jetzt extra den ausgesucht, weil die anderen veganen Käse werden zu trocken. So, dann nehmen wir eine Scheibe. Was? Wurst, eine Ananas, also nachtropfen lassen. So. Und dann tun wir wieder etwas Käse drauf. So, da könnt ihr die Käse drauf machen, wie ihr möchtet. Ja, genau. So. Ups, noch ein bisschen. Bedenkt nur, der zerläuft, sonst habt ihr nachher nicht nur das Käse auf dem Brot, sondern auch Käse auf dem Brot. Deshalb tue ich noch mehr in die Mitte. Ja. So, das reicht dann auch so, dass die Ananas gut bedeckt ist. Genau. Bitte? Gut, dann ist das erste schon mal fertig und das geht schon mal ordentlich. Ach ja, Backpapier braucht ihr natürlich auch. Wenn ihr das Backlicht braucht, ihr Backpapier oder ihr könnt aber auch so kleine Schälchen nehmen. Manche haben ja auch so diese kleinen Toastschälchen, da könnt ihr das natürlich auch reintun. Mhm. So, jetzt machen wir das gleiche nochmal. Auch nochmal, also ganz dünn nur drunter, damit das nicht so trocken ist. Ganz dünn. So. Auch wieder alles drauf. Und jetzt nehmen wir eine Tomate. Schneiden wir dann kleine Scheiben. Zeig mal. Müsst ihr jetzt mal gucken, wie viel auf euer Brot passt. Kommt immer drauf an. Jetzt habe ich aber noch was vergessen. Was denn? Unter dem Brot kommt auch noch ein bisschen Käse. So. Das dann auch. Da geht die Wurst drauf. Ja. Diese Wurst bei Tomate? Auch immer eine Scheibe. Könnt ihr auch zwei Scheiben, wie die mögt, ne? Wie euer Hunger ist. Ne? Jetzt kommt das. Ist das nicht ohne Wurst mit Tomate? Nein. Okay. Könnt ihr auch ohne machen, ne? Dass ihr sagt, okay, nur mit. Das steht hier frei, ne? Wie ihr es mag. Also jeder kann da seine Fantasie freien Lauf lassen. Genau. So, dann kommt jetzt nochmal ein bisschen Käse drüber. Hast du jetzt eigentlich pflanzliche Butter genommen? Oder, Ja. Okay. Auf jeden Fall. Vielleicht es gibt ja welche mit Kuhmilch und es gibt ja auch welche pflanzliche Kuhmilch. Ja. So, dann geht es auch schon mal da drauf.
Kann man die auch zum Graubrot nehmen? Ja, könnt ihr auch machen. Damit könnt ihr euch auch mal eure Eltern überraschen. Ja, wenn ihr mal so ein Abendessen oder sowas machen wollt, eure Eltern mal überraschen wollt. Oder Muttertag oder so. Dann ist das auch eine ganz tolle Sache. Jetzt kann man auch hier den Restkäse auch noch drauf tun. Also eure Eltern werden sich freuen. Auf jeden Fall, da freut sich jeder drauf. Gerade so selbst überbackene Sachen, ist ja immer was ganz Leckeres. Genau. So. Hier kommt jetzt mal der Schinken, wenn jetzt jemand kein vegetarisch mag. Genau, der kann man Fleisch nehmen. Fleisch, der kann dann auch gekochten Schinken nehmen. Schmeckt auch sehr lecker. Dann habt ihr einen Hawaii-Toast. Genau. So nennt man das nämlich. Richtig, ein Hawaii-Brot. Das kommt noch aus Oma-Zeiten, ne? So ein bisschen Hawaii-Toast. Ja, das ist ein bisschen. Das ist 60er, glaube ich, 70er, 60er. 70er wurde es auch mal sehr gerne. Da war ja so ein richtig voll. So, ein bisschen Knasch tun. Ja, und so geht es dann immer weiter. Jetzt haben wir es euch nochmal. So, anders. So. Jetzt dünn drauf. Ein bisschen Käse hier. Oder ihr nehmt auch Scheibenkäse. Das könnt ihr natürlich auch. Oder den Toastkäse könnt ihr auch nehmen. Was ihr mögt. Alles, was ihr gerne mögt. Bis auf Schmierkäse, den würde ich nicht nehmen. Nein, auf keinen Fall. Das schmeckt doch nicht. Einmal Wurst. Jo, das haben wir jetzt gemacht, oder? Ja, Ananas nochmal. Ja. Ananas. Nochmal Käse. Und wie hoch stellst du dann den Backofen? Das sage ich euch gleich. Also manche müssen vorheizen auf 200 Grad. Müsst ihr mal eure Eltern fragen? Ja, manche brauchen nicht mehr vorheizen. Das sind die Umluftbacköfen. Einfach eure Eltern fragen. Die wissen das. So, Kinder, so sieht das dann aus. Ja. Da wir jetzt mehrere sind. Genau. Wir haben noch mehrere Schnittchen gemacht. Das war's jetzt. Und jetzt? Ja, wir tun noch diesen Restkäse, der noch übrig ist. Ein bisschen so auf die Brote verteilen. Nehme ich hier mal ein bisschen Schwimmig drauf. So. Soll ja schön überbacken. Wenn ein bisschen was auf dem Blech kommt, ist nicht schlimm, dafür habt ihr das Papier. Richtig. Da passiert nichts, ne? Ne, da passiert gar nichts. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. So, dann haben wir den auch her. Wenn euch was übrig bleibt, ihr könnt es nicht direkt verwerten, könnt auch den Käse auch einfrieren. Das ist auch alles kein Problem. Wenn es nicht so schnell gegessen werden sollte, wird dann das bei Streukäse. Ist man ja nicht jeden Tag. Ja, so, das können wir zumachen. So, das kommt ein bisschen auseinander. Die Tomate kommt hier noch drauf. So, jetzt kommt das zum Backofen. Mhm. 200 Grad kommen wir jetzt. Okay. So, das Zeichen da. Und dann die zweiten. Genau, und das ist die 200 Grad. So sieht das dann aus. Also wenn der Käse anfängt zu zerlaufen oder gut zerlaufen ist, dann könnt ihr das ohne weiteres dann... Hast du ungefähr eine Zeit? Ja, so 10 Minuten würde ich mal sagen. Also 10 Minuten würde ich auf jeden Fall lassen. Aber guckt immer mal zwischendurch rein. Nicht spielen gehen, sondern wirklich dabei... Der Backofen ist auch anders, ne? Muss man auch dazu sagen. Und nicht spielen gehen, sondern wirklich dabei bleiben. Schön in der Küche bleiben, sonst kann ja passieren, dass euch das anbrennt. Und dann schmeckt das nicht mehr. Und dann schmeckt das bestimmt nicht mehr. Ja, wir warten jetzt erstmal. So, ja, wie ihr seht, fängt es schon an zu zerlaufen. Na, man sieht es schon mal hier. Ja, so ein bisschen. Aber muss aber noch. Wenn das so eine ganze Käsescheibe ist, die läuft dann richtig schön rüber. Ja. Aber das muss man machen. Das sieht dann ein bisschen anders aus. Immer noch nicht, aber es wird. Ein bisschen bräunlich. Jetzt gucken wir mal. Jo, wie seht ihr?
Und ich würde sie laufen. Mhm. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch sagen, okay, ich muss noch ein bisschen angebräunt haben. Das ist jetzt hier dann. Aber wenn die ein bisschen angebräunt sind, also ist das was härter. Dann ist der Käse etwas härter und was trockener. Mhm. Also besser ist immer so, wenn sie laufen, ist raus. Wie bei einer Pizza. Genau. Richtig. Wie bei einer Pizza. Hab da einen Vergleich. Meter, so schauen Sie das jetzt aus. Ja. Ja, das Brot ist auch dann schön knusprig. Auf jeden Fall. Oh. Ja, probieren wir selber mal. Okay, dann machen wir das mit ein paar Note. 1 bis 10 und 10 ist das höchste. Ah ja. Also ihr habt schon gehört, es knuspert. Mhm. Man kann auch mehr Käse noch kaufen, wie gesagt. Ja, klar, wenn man das möchte. Pusten nicht vergessen, genau. Mm-hmm. Mm. Sehr fruchtig, sehr saftig und sehr lecker. Und wenn 10 das höchste ist? Ja. 10 gibt man sich selber nicht. Sagen wir mal 9. Ja, sagen wir mal 9. Okay, bis da bist du. Aber das ist sehr lecker. Ja. Also macht es nach, macht eure Eltern eine Freude. Fragt aber erstmal eure Eltern, ob ihr am Backofen dürft. Genau. Ja, das ist schon sehr wichtig und ob ihr damit umgehen könnt. Andernfalls macht das mit euren Eltern, eurer Mama oder Papa zusammen oder euren Geschwistern. Ja, also eure großen Geschwistern ab 13. Genau. Dann macht ihr das mit denen zusammen. Und dann überrascht das alle mal. No? Ja. Oder mit euren Freunden, wenn ihr mal Freunde einladet. Eure Freundin, könnt die älter sind als ihr, um die 13. Könnt ihr das dann so auch mal zusammen machen, die abends morgen habt. Genau. Ja, so, dann sage ich mal erstmal viel Spaß. Ja. Und dann, sag ich mal, Schaui, vergesst ihr Teilen nicht, das Liken nicht und das Abonnieren nicht und auch das Knöpfchen zu drücken, vergesst das auch bitte nicht. Jo. Glöckchen. Auch das Glöckchen zu drücken, ich lerne es immer noch nicht. Also dennoch, bis dann, ciao.